Hallo zusammen, ich bin der Micha AK Gamerocker und ich zocke einfach gerade dort weiter. Und ich habe letztens aufgehört, wir probieren immer noch Heliopolis bald einmal den einen anzugreifen und einzunehmen. Ikus as epreputa tessalotrias omilias. Nein, ich brauche das Geld momentan, um meine Einheiten abzugraden. Schau, jetzt kommt er da mit einem scheiß Schützen. Grossartig, der Abstand vermehrt sich. Hä? Ja, du wirst bald dafür bezahlen. Wieso musst jetzt du hier mit dem Schützen kommen? Kannst du mir das sagen? Und warum baue ich dort eigentlich keine Strasse in die Dschungel, dass ich etwas schneller vorwärts komme? Wow! Der eine ist. Die zwei Schützen hier haben die kleine. Wow! Pikadier-Armee fertig gemacht. Wow! Nicht schlecht! Architektur beginnt! Wir sind architektonisch unterwegs und finden hier Samoa. Und die hat schon Fregatten, meine Güte. Ich brauche Geld. Ich tue mir upgraden. Kampf in offenem Gelände. Wälder oder Dschungel. Flankenangriffbonus um 25% erhöht. Ja, wir tun dir jetzt das Upgrade schenken. Und wählen in Delhi eine neue Produktion. Ich wäre für die Bibliothek. Du kannst das dann noch schnell bewirtschaften. Du kannst jetzt endlich mal hier ins fremde Land rein. Endlich bist du mal angekommen. Das machen wir nichts. Aber wir haben doch noch andere Leute, die wir upgraden wollen. Wir könnten hier richtig Dynamit gehen. Was ist da? Heiles Rösschmied Pläne gegen Kasimir. Das ist mir aber eigentlich egal. Du gründest keine Stadt mehr. Nur gut, ich willige ein. Sehr schön. Tschüss. Ha! So macht man das. Da gibt es eine Bank. Das finde ich ja sehr sympathisch. Aber ich glaube, du brauchst da ein bisschen Zufriedenheit, vor allem wenn wir den Heliopolis eingenommen haben. 4 Runden, da geht es auch nur noch eine. Da weiss ich aber, dass wir irgendetwas schon in Auftrag gegeben haben. Darum ab in die nächste Runde, zum schauen, was habe ich denn dort in Auftrag? Oh, Deli wächst, sehe ich gerade. Nice, und wir haben doch da irgendwo noch Impis. Wir haben doch noch irgendwo Impis da. Noch 3 Stück haben wir von denen. Ah, einen habe ich gerade gesehen. Du gibst mir Gold. 5 Gold. Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alles, was ich können. Ja, jetzt sind wir gerade bei 1. Wir haben alles exportiert, was wir exportieren können. Buenos Aires ist auch ein Kriegführer. Ach, gegen die Schützen hier. Ja. Hey, schau da, da hat es einen Wassergeuse. Ein holländischer Wassergeuse bei uns. Okay. So, da können wir jetzt den Granat wieder angreifen. Zuerst schauen wir. Ah, das fällt nicht. Kann ich da offene Grenzen? Jetzt wüsste ich doch hier offene Grenzen. Das sind lustige Bötchen, die ihr hier habt. Wir gehen hier über. Ja. Und du machst unwegsam und Deckung und gehst da hoch. Und du griffst an. Wow, der hat es schön hinten gelegt. Der ist vorne abgelegt. Der ist auch noch vorne abgelegt. So. Jetzt kann ich hier eben nicht angreifen wegen dem scheiß Schütz. Also, wir haben hier einen. In Peace bin ich am Suchen. Dann haben wir hier 2. Wo ist denn der dritte? Ah, ich weiß wo, da. Okay. Ja gut, dann halt. Zuerst wollte ich wissen, da, Deli hat etwas übernommen und ist gewachsen. Dann Bad Zurzundi hat etwas übernommen und ist gewachsen. Leider eine Runde zu früh, es hat nicht gelangt für den Kornspeicher. Aber Arlundi hat sich da schön verbunden. Jetzt muss ich nur noch das Feld haben, damit der Weg auf sicher ist, wobei Mumbai kommt hier niemals hin. Wieso ist eigentlich Mumbai so verdammt
grosse. Du hast da ein bisschen Baumwolle. Also. Ja. Wir lernen es. Wir gehen hier rüber. Wir gehen hier rauf. Memphis sieht nämlich hier oben auch so aus, als würde sie. Aha! Ich wollte hier nicht Strasse bauen, in den Dschungel. Ich depp. Wo haben wir da? Haben wir noch einen Bautrupp? Aber eigentlich müsstest du das machen. Mist, das haben wir jetzt irgendwie schon wieder versifft. Hier. Memphis ist irgendwie stark am Kämpfen. Ist aber auch ein kleines Städtchen für ägyptische Verhältnisse, also von dem her gesehen. Easy. Was brennt hier eigentlich? Ein Steinbruch? Ja, nicht mehr Pyramiden bauen. Das gibt eine brennende Pyramide. So ein Vulkan sozusagen. Hey, der Einti, du leckst du mir! Oh, du bist aber blöd, du bist jetzt gerade Selbstmordkommando. Ey. Meine Güte, es gibt schon wieder eine Sitzung. Weltreligion, Christentum. Wer schlägt so einen Kackmisch vor? Ey? Oh, 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 Honolulu hat sich hier eine schöne Bucht ausgesucht. Mit dir können wir das machen. Du bist der Frachter, der vorher auf Antananarivo unterwegs war. Und ich glaube, du machst das wieder. Das wäre schon cool. Aber da gibt es einfach mehr Geld. Und auf das eine Wissenschaft mehr. Geh doch wieder hier hin. Du machst das gut, finde ich. Da haben wir hier nochmal zwei Schiffe, die gar nicht checken. Okay. Ja. Ja, du kommst hier hin. Da müsste ich eigentlich auch eine Strasse bauen. Die brauche ich jetzt aber tatsächlich hier im Fall. Weil ich will hier eine Strasse haben. Du kannst bleiben, du kannst bleiben, du kannst bleiben, du kannst bleiben. Du nicht. Du gehst hier rauf, geh entnebeln und du greifst ab. Yeah, drei hinten rausgelegt. Wow, geil, oh Mann. So, Bad zur Zundi. Du bräuchtest unbedingt einen Hafen. Das stimmt. Fügt euch noch ein bisschen. Stadtverbindung. Ich produziere eins Gold zusätzlich, wenn sie eine Verbindung zu einer anderen Zivilisation herstellen. Okay. Vielleicht wäre aber auch ein Tempel gut. Nein, wäre nicht. Wenn denn ein Kolosseum, das gäbe zwei Zufriedenheit. Das ist momentan fast wichtiger. Wo haben wir da? Ah, Krakau. Ja, mach mal das Opernhaus, dann können wir dort noch ein bisschen singen. Jetzt. Wo bist du? Okay. So. Du willst Trüffel verbieten? Gut, Trüffel ist mir eigentlich egal. Ich glaube, keine. Und ich importiere auch keine. Ja, das könnte man sogar noch unterstützen. Fände ich sogar unterstützenswert. Schau, jetzt haben wir dann hier bald die Eisenhütte. Können dort dann noch mal ein bisschen Armee einhalten. Ich brauche das Geld für etwas anderes. Tut mir leid. Ich muss nämlich noch ein bisschen Leute upgraden. Wer ist da am Kämpfen? Sind immer die gleichen. Sind immer die gleichen am Feiten. Nein, nicht das Feld. Ja, sehr gut. Da kann ich einfach hier hin mit meinem grossen Prophet. Buenos Aires wird angegriffen. Wo um Himmels Willen ist Buenos Aires? Colombo, Antium, warte schnell. Wo? Ah, da. Ah, ja, das heisst, jeder Barbar, den ihr ausstellt, verschafft euch mehr Einfluss über den Stadt. Ein Staat, ja, dann ist ja gut, dann machen wir doch das gerade da als erstes. Die müssen jetzt echt viermal schiessen für den. Krass, die sehe ich gerade, hat es noch Kohle. Da gibt es Kohle. Okay.
Du machst etwas. Und zwar gehst du da über Panama Stadt. Okay. Dann schauen wir mal, was wir in Rheinlunde machen. Wahrscheinlich auch aus Opernhaus. Wir haben gar keine Kohle, fällt mir gerade auf. Was ziemlich blöd ist, ehrlich gesagt. Dini, du solltest... Windmühle haben oder ein Zoo. Bau du mir mal schnell ein Zoo. Das bringt nichts, wenn ich dahinter gehe. Ich gehe gleich, auch wenn es nichts bringt. Golfer Kasimir beendet. Das ist einfach doof, dass du da stehst. Kannst du nicht weg? Wie teuer bist denn du zum Upgraden? 145. Ah, und bei dir haben wir gesagt 185. Oh, ist einfach hure teuer. Aber ich mache das jetzt da. Da haben wir immer noch zwei. Der da und der da unten. Wobei, den können wir lassen, das ist mir eigentlich egal. Hey, was bist denn du da für einen? Johann Strauss, der Zweite. Was machst du da? Wolltest du da bei uns singen? Du bist ein äthiopischer Musiker. Ich kenne im Fall keine einzige Band aus Äthiopien, nur dass ich schnell gesagt habe. Wirklich keine Ahnung, was in Äthiopien für Musik... Ah, du gehst zum Glück weiter. Wo gehst denn du jetzt? Du gehst auf die Eli singen? Die haben nicht überlebt. Aber da gibt es Kohle. Ich wollte eigentlich noch schnell schauen, wo gibt es noch Kohle? Wo gibt es Kohle. Da haben wir Kohle. Heliopolis hat nichts, hey, aber gar nichts. Wieso will ich das Land oder die Stadt rein? Hey, aber da hat es nie eine Kohle, da. Im Niemandsland zwischen Belgrad, Rajatea und Kumaya. Nur Kumai. Denn hier in Hongkong hat es noch ein bisschen Kohle. Aber sonst nie. Was ist das für ein Niemandsland da? Das Einzige, das niemand hat, ist das Kohlenland. Sehr gut. Aber so wie es aussieht, hat Ägypten auch keine Kohle. Das ist schon mal positiv. Florenz hat Kohle, das heisst, wir sollten eigentlich Kohle haben. Weil wir sind doch mit euch... Ah nein, das ist... wir sind ja mit Kysil verbunden. Ihr müsstet das da einfach mal... habe ich eigentlich genügend Glauben für... Ist irgendjemand geboren worden? Grosser Ingenieur? Nice. Warte, aber das wollen wir jetzt im Fall schnell ändern. Ich wäre... Oh, doch hätte ich ja können. Machen wir, sparen wir mal für einen grossen Prophet. So, jetzt haben wir das auch wieder raus. Das stört mich gerade ein bisschen. Okay. Wir schauen Arlundi. Ich kann jetzt doch Vollgas geben mit einer Bank. Die haben wir da als Schmiede, haben wir da auch nicht. Macht zuerst Schmiede in dem Fall. So, können wir jetzt das wagen? Ich bräuchte aber da mindestens noch eine zweite Schützeneinheit. Und woher nehme ich die? Ja, also ich glaube, das bist du im Fall, der da über muss. Ja, du bist es. Was haben wir da für ein Friedensver- automatischer Kauf? Ah, das war das, ja. Nicht mehr befreundet mit Laventa Belgrad, bla 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 bla. Dafür mit Manila. Oh, das ist weggeklickt. Eigentlich wollte ich lesen, wer da welche Forschungs... wer da welches Forschungsabkommen gemacht hat. Das aber irgendwie weggeklickt.
du könntest das jetzt da noch oder das. Das ist alles eigentlich nicht viel wert, aber wir nehmen das. Du kannst jetzt hier einfach mal auf den Hocker ruhen. Schauen. Gehen wir hier mal rüber. Halt! Mach keinen Scheiß. Du bleibst im Fall da drinnen und ich stehe immer hier auf der Schanze. Mit dir warten wir, warten wir. Weil ich will hier zuerst noch hier runter schauen, was hier unten noch alles hat. Was erwartet mich hier? Porzellanturm. Wilhelm, hast du gut gemacht. Schau jetzt, Theodora hat Frieden geschlossen mit dem Ramses. Was? Da wirst du aber jetzt bald dafür bezahlen. Ägypten denunziert uns einfach so. Das geht gar nicht. Memphis wird bald fallen. So wie ich das sehe. Dann hast du ein bisschen geschissen. Lieber Ramses, ich sag dir's. Ah, wieso? Schau jetzt, in Arlundi hat es Naturwunder habe ich gefunden. Geil! Der Fuji-San. Da bei Hilo. Komm mal da runter. Und dann gehen wir da mal bei Hilo an den Hafen. So. George Eastman. Keine Ahnung, was du gebaut hast. Also Zundi und Deli bräuchten noch eine Uni. Okay, was? Da können wir ja eigentlich wirklich mit dir da eine Fabrik machen. Das machen wir. Eine Manufaktur. Nein, eine Fabrikanlage heisst es da. Okay, mach. So, greifen wir an. Nein, wir greifen noch nicht an. Zuerst machen wir da noch die Strasse. Also machen wir da wieder wie gewohnt alles on space. Was haben sie gesagt? Du kommst so, du kommst so, du kommst dann dort so. Bleibst mal da. Jetzt Dschungel entfernen. Nein. Bauen Strasse, bitteschön. So, jetzt haben wir dann doch bald alles aufgedeckt. Dann können wir in den Krieg. Ludwig van Beethoven. Da. Oh yeah. Konzertreiseunternehmen oder grosses Werk erschaffen. Aber ich habe keinen Platz, ich bräuchte noch ein Opernhaus. Ist nicht doch, du bist da ein Opernhaus am machen, das ist doch gut. Dann weisst du was? Ich schicke dich. Nein, ich schicke dich da einen. Oh, hast du das jetzt richtig? Hast du jetzt das Richtige angenommen? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es dann sehen. Da fehlt wieder nicht viel. Hä? Ja, aber gleich noch zu viel. Du müsstest nachher einen Buchturm bauen, dass wir da wirklich einmal ein bisschen wachsen. Du bist nämlich ein kleines Städtchen wie Delhi. Delhi ist sogar noch kleiner als du. Vielleicht werden unsere Gemeinden natürlich in der Aktion haben. Ja, ist gut. Machen wir. Also ich tue jetzt den Ägypter auch denunzieren als nächstes. Dann fällt es mir dann auch einfacher, Krieg zu erklären. Genau das jetzt. Polynesien, ja, das ist gut. Du bist eben gut gesehen zu mir. Das finde ich super. Gleich haben wir auch genügend Zufriedenheit wieder. Wobei, irgendwie nimmt das stetig ab. Komm ich nochmal einen grossen Ingenieur rüber? In Burgundy? Okay. Ich glaube nicht, dass es da noch weitergeht. Da ist Haiti. Und Sidon versteckt sich da irgendwo da hin. Wie weit kannst du noch? Kannst du nachher noch hin. Also du, schau, der Schütze ist weg. Sehr gut, das ist genau das, was wir... Jetzt wäre vielleicht der richtige Zeitpunkt. Wir warten aber noch eine Runde. Weil ich will genau wissen, was es dort noch hat. Das ist gut.
da, eins, zwei, da können wir wirklich noch Sägewerk bauen, dann machen wir das. Ah, Lundi hat die Schmiede gemacht, könnte natürlich dazu machen. Oder die Bank, wobei mit Geld habe ich momentan. Mach doch ein Opernhaus. Müsste der Beethoven, der Ludwig, da nicht auf rein Lundi haben, sondern hat gerade da können. Das grosse Werk erschaffen. Was ist da eigentlich? Aha, sehr gut. Das ist auch im Einflussbereich, das könnten wir dann nehmen. Naturwunder für Bukarest. Ja, aber da sind wir noch weit davon weg, wahrscheinlich. 106, boah. Was haben wir noch? Byzanz hat Ägypten denunziert. Ah, also. Genau, Ant. Summe? Ich wollte dich ich kann ja dich gar nicht denunzieren. Fordern? Nein. Handel? Nein. Summe? Warte. Ich wollte dich denunzieren. Hallo? Ah. Genau. Fordern es nicht. Handeln es nicht. Ich muss es ja besprechen. Akmel Hadithak. Gründet keine Städte. Hört mich auf, mich auszuspionieren. Ich kann dich nicht denunzieren. Es damit hagaudern? Wieso kann ich dich nicht denunzieren? Habe ich dich denn schon denunziert? Was? Wir sind eine Bedrohung für dich. Tschüss. Du wirst dann gerade gesehen, wer für wer eine Bedrohung ist. Wie lange brauchst du noch zwei Runden? Okay. Jetzt haben wir dort, dann haben wir den anderen Schützen. Das ist gut. Jetzt bist du da, lieber Ludwig. Dafür wärst du schneller wieder in Arlundi. Weil das ist eher parat. Es kommt zwar nicht darauf an, aber tu doch einfach noch ein bisschen hin und her reisen. So. Das machen doch Musiker einfach so aus Spass, ein bisschen von Ort zu Ort reisen und dort ein bisschen auftreten. Oh, ich sehe gerade. Ich glaube, dass ich etwas habe, was enig Belang soll inbusemen. Habe ich denn wieder Gold? Auf jeden Fall, das wollte ich nicht. Ich weiß gar nicht. Oh, es wäre offene in Grenzen. Eurem Interesse, ja, dass ihr dieses. Halt, offene Grenze, ja, ist gut, aber ich möchte jetzt da wissen, wieso ich nur noch 8 habe, ne? Zivilisation Äthiopien, ja. Oho, wir hätten wieder 3 Goldführung, das stimmt, wow, okay. Schau, jetzt hat er da auch noch Kanönneli und Armbrustschützen und Schützen. Aber er hat noch keine Gatling-Kanonen, wenn ich das richtig gesehen habe. Nein, du musst mir jetzt zuerst sagen, wer. So, ja. Nein, jetzt bin ich da noch hinterher gerutscht. Fuck, ich hätte doch nicht sollen die Runde warten und jetzt ist der scheiß Schütze wieder dort. Ah, blöd. Also gut, Badundi baut. Circus Maximus unbedingt. Unbedingt. Wobei wollte ich denn wirklich da? Ich könnte eben den Zirkus Maximus auch hier in Krakau machen. Wie lange brauchst du für den? 10 Runden machst du dem Fall das. Das finde ich okay. Dann kann ich hier in Badundi etwas viel Cleveres machen, wie zum Beispiel. Nochmal eine Kanone. Also jetzt kannst du. Ah, das ist jetzt voll doof. Jetzt hast du mich da voll reingelegt, Heliopolis. Echt. Da, jetzt müssen wir noch einen Abgeordneten einsetzen. Ja, wir stimmen hier dafür. Warte schnell, da machen wir noch eine Gegenstimme. Abgeordnete einsetzen? Ja. Benötigt Befehle? Ja. Jetzt tue ich mir noch einmal überlegen, ob ich wirklich angreife. Und ob ich tue oder nicht, das sehen wir in der nächsten Runde. In dem Sinn. Cheers.